Also ich bin ziemlich lange Zeit wie ein Nomad gelebt. Deswegen, ich bin eigentlich keine richtige Studiokünstler auch. Mein Studio war Straßen. Sie ist viel herumgekommen, studierte in Istanbul und Nantes, arbeitete unter anderem in Weimar, Stockholm, London, Berlin und Rom. Ezra Ersens Kunstwerke sind soziopolitische Untersuchungen, in denen es um Identitäten, kollektive Erinnerungen oder die Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft geht. Klingt komplex? Ist es auch. Ihre Arbeiten werden international ausgestellt, die Künstlerin selbst ist mehrfach ausgezeichnet. 2019 zum Beispiel mit einem Stipendium der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom. Wo ich hingegangen bin, ich habe immer beschäftigt mit dem Ort, mit den Leuten, die in der Ort sind entwickle ich. Also ziemlich lange Zeit auch, das ist wirklich nicht, fast sesshaft eigentlich. Sie ließ Kölner Schüler Türkenköpfe modellieren, überredete eine Straßengang in Sao Paulo, ihre Lederjacken mit gesellschaftskritischen Botschaften zu bepinseln, animierte Schülerinnen aus Velen, eine Woche lang eine türkische Schuluniform zu tragen oder porträtierte von illegalen Zuwanderern zusammengekehrte Müllhaufen in Rom. Ich habe viel auch am Anfang interessiert, die Gruppen, die nicht in der Mitte von der Gesellschaft, eher in der Rand von der Gesellschaft sind, weil die sind so wie ein Spiegel eigentlich, sagen viel über die Gesellschaft selber. Ihre Arbeiten erklären das große Ganze im Kleinen. A Possible History heißt die Trilogie, dessen letzter Teil im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster Premiere feiert. Ezra Ersen begibt sich in den Videoinstallationen auf die Spuren der türkischen Geschichte. In der Türkei mit dem durch die Republikgründung die osmanische Geschichte fast wie vergessen worden oder gar nicht thematisiert. Und eigentlich probiere ich erzählen in der Arbeit, wie wir heute gekommen sind, warum unsere Reflexion ist eigentlich so undemokratisch. Es kommt nicht von heute und gestern, wirklich schon vor 100 Jahren. Die türkische Identität ist ein Thema, das die Arbeiten von Ersen, die seit 2006 mit ihrem Ehemann in Berlin lebt, durchzieht. Gedanken, die ihr bei ihren Auslandsaufenthalten gekommen sind. Dann fängt man an, eigentlich über die Identität, eigene Identität zu denken. Darum macht man vorher nicht die eigene Identität Gedanken. Filme, Fotografien oder Installationen. Die Wahl des Mediums macht Ezra Ersen vom Thema abhängig. Eines aber haben alle ihre Arbeiten gemeinsam. Sie setzen Hintergrundwissen voraus, sind tiefsinnig und verzichten auf Effekthascherei. Ich mag keine plakative Arbeit zu produzieren. Also es ist tatsächlich nicht so schnell. Aha, das mag ich nicht. Mit anderen Worten, Ezra Ersen macht es ihrem Publikum nicht immer leicht. Vielleicht, wenn ich eigentlich leicht gemacht hätte, wahrscheinlich habe ich schon andere Karriere gemacht. Ihr Werk entfaltet nachwirkende Dringlichkeit, ist gesellschaftlich relevant und nimmt in der zeitgenössischen Kunst eine herausragende Stellung ein, befand die Jury und zeichnet Ezra Ersen mit dem Konrad-von-Soest-Preis 2023 aus. Das ist nicht leicht, mit meinem Kunst so auseinandersetzen. Deswegen habe ich überrascht, dass die Jury so eine Entscheidung getroffen haben. Natürlich freue ich mich unglaublich. Aber für mich ist irgendwie die Kreis schließt sich. Das tut er tatsächlich, denn die erste Auslandsresidenz von Ezra Ersen war 1998 das Künstlerdorf Schöppingen.